Pater Berlin, 22. Oktober. Wir hatten noch mal ein wunderschönes Wochenende und jetzt haben wir die letzten schönen Tage. Ich glaube, wir haben noch 3-4 Tage, wo wir so plus 10 Grad haben ungefähr. Danach wird es ziemlich kalt. Das heißt also, wir gehen dem Herbst mit großen Schritten entgegen und jetzt wird es so langsam wieder das typisch deutsche und kalte Wetter. Das heißt also, hier die letzten 3-4 Tage auf der Pater Berlin Anlage noch mit einigermaßen schönen Temperaturen. Zwar ernähren sich typisch Berliner Wetter mit grauem Himmel und etwas Nieselregen. Einfach ist es definitiv nicht, aber ihr seht halt, dass die Leute trotzdem auch zu etwas ungemütlicheren Wetter natürlich gerne weiter Paddel spielen und versuchen in der Ansicht, ihren Sport, solange es geht, so lange wie möglich draußen weiterspielen zu können. Als kleine Information, noch am Rande bringen wir euch jetzt auf den neuesten Stand, was die Überdachung geht. Wir gehen von dem 19. November aus, dass unser kleines Meisterwerk, sage ich jetzt einfach mal, aufgebaut wird und dann ist es also endlich möglich, auch allwettermäßig Padel zu spielen. Wir halten euch diesbezüglich auf den Laufenden. Sobald die Konstruktion dann auch aufgebaut ist, kriegt ihr natürlich dann noch ein entsprechendes Video und entsprechende Bilder. Und genauso wie wir gespannt sind, könnt ihr auch gespannt sein auf das kleine Meisterwerk, was da kommt. Wir waren heute auch beim ZDF bei der Drehscheibe Deutschland und dort wurde das Padel entsprechend auch vorgestellt und wir sind froh, dass allmählich die Deutschen vom Padel erfahren und dass jeder so langsam auch in Berlin mitbekommt, ah, Padel, das kenne ich doch oder das habe ich doch da oder da gesehen. Und je mehr Leute vom Padel erfahren, desto schneller kann sich natürlich dann auch die Community hier entwickeln und wir freuen uns über jeden, der Padel ausprobiert. Daher kommen auch wieder 4 Leute, die ausprobieren wollen und Schritt für Schritt nähern wir uns dann dementsprechend einer netten Community aus Spaniern und Deutschen und Griechen und allen möglichen Leuten, die Padel gerne ausprobieren oder Padel spielen wollen. Wir sagen dann erstmal vielen Dank für euren Support bisher. 3 Monate sind wir offen und Padel ist weiterhin sehr, sehr gern gesehener Sport bei allen möglichen Leuten aus allen möglichen unterschiedlichen Richtungen. Und wir freuen uns natürlich, wenn das über den Winter genauso weitergeht. Wir sind dann nämlich der erste Court, der dann ein überdachtes System hat und wo man dann auch mit Wärme entsprechend das Gefühl hat, Padel spielen zu können, ohne dass man dann mit Handschuhen spielen muss. Bis dahin sagen wir erstmal bis zum nächsten Video. Wir freuen uns darauf, euch wieder bei etwas Neues mitteilen zu dürfen und wünschen euch viel Spaß in den letzten schönen Herbsttagen von Berlin und sagen bis bald bei Padel Berlin.